man sagen, dass die Stimmung sehr geil war. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt am Anfang, aber so ein Positives. Also ich mag solche Atmosphären in Stadions und hoffentlich, wenn wir auswärts spielen, dass unsere Fans immer so zahlreich da sind. Sehr viel getan. Ich war ein bisschen weg. Dann habe ich kurioserweise gelbe Karte meiner Karriere bekommen, weil ich dachte, der Schiedsrichter zeigte mir, ich darf schon rein. Und ich habe das so interpretiert. Er meinte, er hat gesagt, ich sollte in die Mittellinie gehen. Missverständnis, aber ja. Ich habe letzte Spiele gesehen, dass alles, was ich flach versuche, das wird verteidigt. Da habe ich gesehen, dass am zweiten Pfosten immer was möglich ist. Das habe ich in meinem Kopf behalten und diese Situation einfach ausgenommen. In einer Aktion im Spiel, ich habe meinen Schuh verloren. Und da musste ich ohne Schuh spielen. Und das war schon, ich muss so lachen, mein Spiel, weil erstmal habe ich den Ball mit links ohne Schuh gespielt. Wir haben den Ball verloren und da die Aktion kommt auch in meine Seite und da muss ich habe ein Foto gesehen, wo ich stand mit einem Schuh in der Hand und versuche das Angriff zu verteidigen. Wir waren zum Glück in der zweiten Halbzeit geduldig und haben das gut ausgespielt, denke ich.